Jo Freunde, was geht ab? Aus hier Frischer mir. Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wie ihr sehen könnt, bin ich nicht im Studio, sondern im Urlaub. Und ich habe mir gedacht, ich drehe ein Video für euch, um euch mal zu zeigen, was wichtig ist, wenn ihr die Shisha mitnehmen wollt, auf was ihr achten müsst, was ihr auf keinen Fall machen dürft, um Spaß zu haben und Shisha rauchen zu können im Ausland. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Geht los nach dem Intro. Okay Freunde, also erstmal sorry für die Kappe, aber der Wind ist schon sehr, sehr stark hier und das ist sehr nervig beim Video. Sollte aber jetzt kein Problem sein, fangen wir einfach mal an. Was ist wichtig, wenn ihr die Shisha mitnehmen wollt in den Urlaub? Ihr wisst ja, je nach Fluggesellschaft gibt es eine Begrenzung an Gewicht, das ihr mitnehmen dürft. Das heißt, die richtige Shisha ist schon mal die erste Entscheidung, die ihr treffen müsst. Die sollte nicht zu schwer sein, vielleicht auch nicht zu groß, damit ihr Platz im Koffer habt und so. Ich persönlich nehme immer gern die Ottoman mit zwei Schlauchadapter, wie man hier sehen kann. Also ich starte sie immer mit zwei aus, dass falls ihr mit jemandem zusammenfliegt, was ja meistens der Fall ist, nicht jeder eine eigene Shisha mitnehmen muss und dass ihr euch einfach so gemütlich hinsetzen könnt, ohne den Schlauch weiterzugeben. Das Ding ist, bei der Wasserpfeife, ich würde sie immer in den Koffer tun. Bei der Ottoman ist ja jetzt praktisch, ihr habt so eine kleine Reisetasche, da passt alles rein, sowohl die Zange als auch die ganze Pfeife und der Kopf und so weiter, geht alles schön in die Tasche durch. Ihr könntet rein theoretisch die Shisha, zumindest als Glas, mit ins Handgepäck nehmen. Also bei dem Glas alleine sollte die Fluggesellschaft gar keine Probleme machen. Aber was ihr nicht mit hochnehmen dürft in den Flieger, ist zum Beispiel diese Kohlezange. Wenn ihr das oben dabei habt, ich meine, man sieht ja schon, ne, das ist mehr oder weniger eine Waffe für die. Deswegen wird das 100% abgenommen von euch. Ebenso gibt es Gesellschaften, wenn ihr eine Rauchsäule habt von einer Pfeife, was jetzt hier nicht der Fall ist, hier gibt es ja keine richtige Rauchsäule, aber wenn ihr jetzt eine Shisha mitnehmt, mit einer Edelstahlrauchsäule, könnt ihr die auch Probleme machen im Handgepäck. Deswegen, ich rate euch generell, packt die ganze Pfeife einfach in den Koffer. Am besten nehmt ihr einfach eine kleine Pfeife, so wie die Ottoman, mit einer Tasche, packt ihr einfach da rein, dann habt ihr gar keine Probleme. Wenn ihr aber was mit hochnehmen wollt ins Flugzeug, dann sei es nur das Glas, einfach aus Sicherheitsgründen, damit es nicht kaputt geht. Aber alles andere, was mit der Shisha zu tun hat, ich meine so ein Kopf und so, klar, könnt ihr alles mit hochnehmen. Aber alles, was spitz ist, was als Schlagstock verwendet werden kann oder so, sollte auf jeden Fall in den Koffer. Dasselbe gilt für den Kohleanzünder. Also ich habe jetzt einen großen dabei, ich habe genug Platz im Koffer und ich hatte auch eine Freimenge von 25 Kilo, glaube ich. Von daher, wenn man Sommerurlaub macht und eh nur leichte Klamotten mitnimmt, ist das kein Problem. Ich würde aber eher zu einer kleinen Herdplatte raten. Die kostet ja auch nicht viel, ist kleiner, praktischer. Ich würde die Verpackung wegschmeißen, weil die sehr viel Platz wegnimmt im Koffer. Und die Herdplatte einfach so mit in den Koffer legen. Mit ins Handgepäck, ich weiß nicht. Ich würde es nicht riskieren. Ich würde es lieber in den Koffer packen, so wie alles andere auch. So, dass ihr einfach sicher sein könnt, dass nichts passiert. Und ihr wisst ja, es gibt Fluggesellschaften, die drücken mal ein Auge zu, je nachdem, was man macht. Es gibt Fluggesellschaften, die sagen auf jeden Fall nein. Deswegen, ich will das Risiko selber nie eingehen vom Urlaub und einfach alles in den Koffer machen. Auch der Kohleanzünder. Was jetzt das Kritischste ist, wenn ihr was mit in den Urlaub nehmen wollt, also sei es die Pfeife und so weiter, ist ja alles gar kein Problem. Das Kritischste ist erst einmal die Kohle. Bei der Kohle streiten sich die Leute immer am meisten, weil manche sagen, tu es ins Handgepäck, tu es in den Koffer. Hier haben sie es mal weggenommen, hier nicht. Ich sage euch mal jetzt meine Erfahrung. Ich fliege immer von Frankfurt aus. Also vom Frankfurter Airport habe ich, seit ich verreise eigentlich mit der Pfeife, noch nie Probleme gehabt. Ich hatte die Koffer aber auch nie im Handgepäck. Ich tue sie immer, die Kohle, immer in den Koffer und nicht ins Handgepäck, weil ich auch schon mitgekriegt habe, dass die Leute dann am Schalter, wenn sie kontrolliert werden, gesagt haben, nein, das ist irgendwie schnell anzündendes Material und so weiter. Das muss entsorgt werden und darf dann nicht mit in den Flieger. Das wollen wir natürlich beide nicht. Deswegen haben wir immer gesagt, ab in den Koffer damit. Und jetzt ein Tipp von mir, wenn ihr mit mehr als einer Person fliegt, was ja wie gesagt meistens der Fall ist, dann packt ihr bei jeder Person ein Kilo in den Koffer mit rein, sodass zur Sicherheit, falls mal ein Koffer aufgemacht werden sollte, habt ihr immer noch die Möglichkeit, von dem anderen die Kohle zu nehmen und dann damit zu benutzen. Also ich würde niemals alles in einen Koffer tun, immer ein bisschen verteilen, ne? Also so als kleiner Tipp von mir und ins Handgepäck schon mal gar nicht, weil da ist das Risiko viel zu groß, dass sie sagen, nein, das könnt ihr nicht mit dem Flugzeug nehmen, auch wenn es natürlich keine schnell anzündende Kohle ist, aber versucht es mal am Schalter jemand zu erklären, vor allem der Security, die dann sagen, ja, nee, für uns ist das Gefahrengut, von daher müsst ihr das respektieren, deswegen würde ich es gar nicht erst riskieren, mit ins Handgepäck zu nehmen oder mit in den Flieger, ab in den Koffer damit, am besten als OVP oder vielleicht auch ein paar Kohlestücke hier und da verteilen. Aber wie gesagt, ich hatte damit noch nie Probleme. In Stuttgart hingegen habe ich schon oft gehört, dass die Kohle weggenommen wurde.
deswegen verteilt es einfach unter euch auf und dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Eine Frage, die auch immer wieder gestellt wird, ist Shisha-Tabak. Wie viel darf ich mitnehmen? Was ist erlaubt? Wird es damit Probleme geben und so weiter? Also ich kann euch sagen, wenn ihr innerhalb Europa verreist, also sei es jetzt hier zum Beispiel Griechenland, dann dürft ihr pro Person 1 Kilo Tabak mitnehmen. Ich denke, mehr werdet ihr nicht brauchen, aber 1 Kilo pro Person ist mehr als genug. Und wenn ihr das mitnehmen solltet, würde ich das auch, wie schon vorhin auch erwähnt, nicht ins Handgepäck mitnehmen. Ihr wisst ja, Flüssigkeiten und so, macht sowieso immer Probleme. Auch wenn es keine Freimenge gibt, packt es in den Koffer rein. Als UVP am besten, so dass auch nichts auslaufen kann. Dann gibt es auch später keine Sauerei, wenn ihr den Koffer öffnet. Deswegen auch als UVP einfach in den Koffer, pro Person 1 Kilo. Ihr könnt es auch ein bisschen aufteilen, so wenn ihr wollt, aber Probleme wird es mit Tabak eigentlich nie geben. Und wenn ihr zurückreisen solltet, also fliegt ihr jetzt in ein Land wie Spanien oder so, die auch Shisha-Tabak haben vor Ort und so weiter, vielleicht Marken, die es hier nicht gibt, könnt ihr ja so machen, dass ihr nur ein bisschen mitnehmt und dann vor Ort den Rest kauft. Ihr dürft auch von Spanien aus zurück eine Freimenge mitnehmen, das heißt, ihr dürft 1 Kilo pro Person auch wieder mit zurücknehmen nach Deutschland. Das heißt, wenn ihr dort Tabak findet, der euch gut geschmeckt hat, holt euch ruhig was, lasst es auf jeden Fall zu am besten als UVP und nehmt es mit zurück in euer Land und das sollte auch gar kein Problem sein. Aber eben nicht ins Handgepäck. Also ich würde es, wie gesagt, immer in den Koffer mit reinlegen. Wenn ihr jetzt auf all diese Punkte geachtet habt, bleibt nur noch die Frage, auf was müsst ihr achten, wenn ihr im Hotel Shisha rauchen wollt. Also in der Regel sollte draußen, also wenn ihr auf der Terrasse, Balkon raucht, gar kein Problem sein. Da liegen auch immer Aschenbecher, also Zigarette und so ist da auch erlaubt. Drinnen ist ein bisschen schwieriger, da ist eigentlich immer Rauchen verboten, auch immer ein Rauchmelder. Deswegen bleiben wir erstmal jetzt zu draußen. Ich persönlich buche mir immer sehr gerne so größere Suiten, wo ich auch meine Ruhe habe, wo ich auch keinen störe, weil ich rauche schon ein paar Köpfe hier am Tag so, weil ich unternehme, wenn ich jetzt so einen Sommerurlaub mache mit Strand und Wasser und so weiter, dann will ich nicht raus, ich will in keine Stadt, ich will keine Sehenswürdigkeit angucken, ich will wirklich nur entspannen, gerade wenn ich so viel arbeite und dann mir einmal im Jahr so einen richtigen Sommerurlaub gönne, ansonsten mache ich dann eher so kleinere Sachen, da will ich dann nichts tun, dann nehme ich auch immer gerne die Pfeife eben mit und rauche mehrere Köpfe am Tag. Da brauche ich immer ein bisschen Platz und so weiter. Und jetzt ist die Frage, wie macht man denn die Kohle am besten an? Ihr könnt, wenn ihr jetzt einen kleinen Balkon habt, Terrasse habt, habt ihr meistens innen am Fenster noch eine Steckdose. Meistens ist es ein Fernseher oder irgendwas anderes. Das Problem ist nur, dass das Kabel nicht reicht, um bis nach draußen zu führen. Entweder ihr macht Trick 17 und nehmt eine Mehrfachsteckdose mit in den Urlaub. Gerade so eine kleine reicht ja mit 2 Steckern, 3 Steckern und so. Nur damit ihr einfach darauf vorbereitet seid, das Ding bis nach draußen zu befördern. Oder, was ich auch schon gemacht habe, ist an der Rezeption nachzufragen, ob sie eine Mehrfachsteckdose für euch am Start haben. Ihr könnt ja sagen, ihr braucht das für irgendein Video, für irgendwas, was ihr eben machen wollt. Ne? Müsst ihr nicht sagen, dass ihr jetzt unbedingt die Kohle anmachen wollt, weil gegen Rauchen haben die jetzt nichts, aber die haben auch keine Ahnung, dass es Shisha-Kohle ist und die man vorher irgendwie anzünden muss und es erstmal alles stinken wird. Deswegen vielleicht nicht unbedingt erwähnen, aber ihr könnt so am besten die Kohle anmachen, indem ihr sie eben auf die Terrasse verlegt und da die Kohle dann anzündet. Wenn alle Stricke reißen, habe ich auch schon gemacht, sage ich euch ganz ehrlich. Einfach kurz, ich empfehle es nicht, aber kurz mal ne, Feuermelder, Rauchmelder abdecken, Tüte, Kondom, was auch immer ihr eben zur Hand habt in der Zeit. Einfach abdecken und dann die Kohle anzünden und am besten draußen rauchen und sehr gut durchlüften, weil das wird auf jeden Fall stinken. Aber meist habt ihr Klimaanlage, Klima anschalten, alle Fenster auf und durchlüften, wenn die Kohle fertig ist. Bestenfalls aber trotzdem draußen, weil da, wo ihr schlaft, solltet ihr eigentlich nicht die Kohle anzünden. Deswegen, wie gesagt, habe ich immer ein bisschen mehr Platz. Ich habe hier oben Steckdosen und so weiter, wo ich die Kohle einfach anzünde und dann hier rauchen kann, ganz gemütlich. Aber manchmal will man auch nachts vielleicht noch, wenn man irgendwas guckt oder so, drin rauchen. Dann könnt ihr das eben so machen. Empfehlen würde ich es aber nicht. Ansonsten ist das gar kein Problem fürs Hotel, wenn ihr draußen raucht, auch wenn euch jemand seht. Ist bei mir auch schon so gewesen. Oder ich rauche am Strand da unten. Ist auch kein Problem, kann auch keiner was sagen, weil wie gesagt, die rauchen auch Zigaretten da. Von daher könnt ihr auch eine Shisha rauchen, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht vielleicht. Aber von der offiziell her sollten die nichts zu euch sagen. So Freunde, wenn ihr auf alles geachtet habt, was ich euch in diesem Video erzählt habe, sollte eurem Urlaub nichts im Wege stehen. Ihr solltet mit der Pfeife gemütlich rauchen können. Eine Sache noch, wenn ihr den HMD auf das mitnehmt, so wie ich hier, macht das lieber nicht, wenn ihr in der Sonne raucht, denn das Ding wird viel zu heiß. Ihr müsst sehr extrem aufpassen, was das Setup angeht. Ich empfehle trotzdem, alle Folien mitzunehmen, einfach nur zur Sicherheit, weil in der Sonne mit dem HMD ist das nicht gerade sehr angenehm zu rauchen. Wenn ihr so einen Pool habt, könnt ihr natürlich die Pfeife reinstellen, in die Ecke oder so, oder einfach ins Wasser oder irgendwie halt in der Möglichkeit
oder eben im Schatten rauchen. Generell, Rauchen in der Sonne ist immer gefährlich. Ihr solltet immer genug trinken. Nicht zu lange in der Sonne sitzen mit der Pfeife. Es gibt Kopfschmerzen, es gibt ein Brett, was auch immer. Also immer aufpassen, immer auf eigene Verantwortung. Ansonsten, Freunde, war es das von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Und ich würde sagen, nächstes Mal im Urlaub schickt ihr mir ein paar Bilder auf Instagram. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in alter Frische zu Hause im Studio. Macht's gut. Ciao, ciao, euer Ossi.